to be. Anywhere you see me, man, you know I got my gang with me. Whip chain, rip jeans, like we come from slavery. Step inside your club and turn that shit up. Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und ich habe heute ein Day-to-Night-Make-up und Outfit für euch. Wie die meisten von euch wissen, bin ich gerade mit Nina Jasmin in Miami und passend dazu wollte ich euch einen Tageslook in einen Abendlook transformiert zeigen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. So, wir fangen jetzt mit einem ungeschminkten Gesicht an und ich wundere, ich bin ein bisschen krank, deswegen ist meine Stimme anders. Und als Grundlage verwende ich immer Sonnencreme, denn sie spendet Feuchtigkeit, ist eine gute Grundlage und schützt das Gesicht zusätzlich noch vor der Sonne. Weiter geht es dann mit meinem heiligen Gral und zwar ist das die Maybelline Dream BB Fresh BB Cream und oh mein Gott, Leute, die habe ich mir hier in Amerika gekauft und das ist einfach die beste BB-Creme, die ich je in meinem Leben benutzt habe. Ich habe immer noch den Struggle, dass ich sie hier in Deutschland suche, aber ihr seht ja, sie hinterlässt ein total natürliches Finish und passt sich der Haut super an. Wie ihr wisst, bin ich ja mit EF Sprachreisen in Miami und da wir dort sehr viel gefilmt haben, sehr viel geschnitten haben und generell sehr, sehr, sehr lange wach waren, habe ich immer sehr viel Concealer benutzt, damit einfach die Menschen um mich herum nicht so gesehen haben, dass ich jede Menge Augenringe habe. Und das Ganze habe ich dann noch mit einem transparenten Puder von Essence fixiert. Ihr findet aber auch nochmal alle Produkte unten in der Infobox und dann nehme ich mir meinen Goofproof Eyebrow Pencil von Benefit und damit ziehe ich dann meine Augenbrauen nach. Mittlerweile benutze ich einen Ton heller, weil ich diesen ein bisschen hart für mein Gesicht finde, habe ich dann mittlerweile auch gemerkt. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich eben noch den etwas dunkleren benommen und habe damit dann meine Augenbrauen erst nachgezeichnet und anschließend ausgebürstet. Dann kommt wieder mein allerliebstes Augenbrauen geht zum Einsatz und das ist von Essence, das ist das Make Me Brow Eyebrow Gel in Blond und gekrönt wird das Ganze dann noch mit dem Colossal Volume Express Mascara und diese Wimperntusche benutze ich glaube ich schon seit 6 Jahren, ungelogen, wer meine Videos richtig, richtig lang guckt, warum habe ich das nicht rausgeschnitten und pose immer noch damit, wer meine Videos richtig lange guckt, weiß, dass ich ungefähr in jedem Tutorial diese Wimperntusche benutzt habe und ich glaube, ich werde auch niemals von dieser Wimperntusche wegkommen und damit tusche ich mir dann einfach oben und unten einfach gut meine Wimpern. Ja, mein Deutsch ist heute richtig gut, Freunde. So, nachdem ich dann meine Wimpern getuscht habe, nehme ich mir hier die Bon Voyage Palette und nehme mir hier das Rouge. Übrigens ist diese Palette so praktisch und spart einfach so viel Platz im Koffer. Und damit trage ich dann einfach nochmal ein bisschen Rouge auf meinen Wangenknochen auf, um ein bisschen frischer auszusehen. Damit das Ganze nicht so krass wirkt, habe ich nochmal ein bisschen drüber gepudert und das Ganze verblendet. Und anscheinend habe ich nochmal Rouge aufgetragen und es verblendet. Okay. Das Ganze wird dann noch gekrönt. Wieso sage ich immer gekrönt? Das Ganze wird abgerundet mit meinem neu erworbenen YSL Lippenstift. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir echt gut und ich finde es toll, dass dieser Lippenstift jetzt bei mir auf der Schminkkommode steht. Aber dafür muss man nicht so viel Geld ausgeben. Und so sieht dann mein Tageslook aus und den transformieren wir jetzt in einen Abendlook und hier bin ich schon wieder, hallo. Ich nehme hier einen hellen Lidschatten aus derselben Palette und trage diesen dann mit einem Pinsel auf meinem beweglichen Lid auf. Weiter geht es dann mit diesem braunen, rötlichen Ton und einem dunkelbraunen Ton und den trage ich dann einfach im äußeren Winkel meines Auges und in der Lidfalte auf. Das Ganze verblende ich dann nochmal gut und trage dann anschließend nochmal einen dunkleren Braunton auf, damit das Ganze einfach nochmal schön definiert aussieht und eben ein bisschen dunkleres Augen-Make-up wird.
Dann geht es weiter mit Eyeliner und hier nehme ich so einen wasserfesten Eyeliner von Essence. Den benutze ich, glaube ich, auch schon seit ich 15 bin und mit dem ziehe ich dann einen schönen Lidstrich. Ich komme mit diesen Filzstiftspitzen übrigens immer besser klar als mit flüssigem, weil ich mit flüssigen 80% der Zeit immer kleckere. Deswegen kann ich euch die empfehlen und anschließend male ich dann nochmal über den Lidstrich drüber, damit er auch richtig schön dunkel und intensiv wird. Mit Give Me Sun von MAC verleihe ich dann meinem Gesicht auch noch ein bisschen Definition und Wärme und verblende das Ganze dann nochmal richtig gut, damit es nicht fleckig aussieht. Und anschließend habe ich mir dann noch Soft and Gentle genommen und den dann nochmal auf meinen Wangenknochen aufgetragen, auf meinem Lippenherz und meinem Nasenrücken, damit ich eben diesen schönen Glow habe. Jetzt zeige ich euch mein Tagesoutfit und hier seht ihr schon einige Schnittbilder aus der EF-Sprachschule. Es war so schön da, sie haben einfach einen Pool und überall Palmen und das Ganze sah so hübsch aus. Und ich habe eine weiße Shorts von Levi's an, einen cremefarbenen Pulli von H&M, ein weißes T-Shirt von H&M, meine geliebte Tiffany-Kette und meine neu erworbene Ray-Ban-Sonnenbrille, die ich mir dort gekauft habe. Und das Ganze trage ich dann zusammen mit weißen Chucks. Mein zweites Outfit haben wir in Wynwood gedreht. Das ist das Artsy-Viertel und ist in einer Viertelstunde von der EF-Sprachschule zu erreichen. Und hier trage ich eine schwarze Lederjacke von Mango, ein schwarzes T-Shirt von Zara, meine Jeans von ASOS, meine weißen Chucks und eben dieselbe Sonnenbrille und habe dann quasi mein Tagesoutfit in ein Abendoutfit verwandelt. So, das war jetzt mein Day-to-Night-Make-up. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, damit ich weiß, wie das Ganze bei euch ankommt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!